Es war eine Frage der Zeit. Bentley steigt mit dem Bentayga ins SUV-Geschäft ein. Weltpremiere auf der IAA. Ab 2016 soll der Übergeländewagen von den Bändern rollen. Wobei der Name verdächtig nach sibirischer Waldlandschaft klingt. In Fernost und Russland sieht Bentley besonderes Verkaufspotenzial. Beim Design bleiben sich die Briten treu. An der massigen Front vergitterte Kühlluftöffnungen. Die typischen runden Scheinwerfer flankieren den riesigen Kühlergrill. Eine konturierte Motorhaube weist den Blick zur Windschutzscheibe. Kräftig ausgestellte Kotflügel beherbergen riesige Breitreifen. Die ersten Blicke in den Innenraum zeigen eine wuchtige Mittelkonsole mit viel Edelholz sowie ein digitales Cockpit. Der Fahrer greift in ein zweifarbiges Lederlenkrad mit Bedienknöpfen, drei Speichen und kleinem Pralltopf. Da der Bentayga am oberen Ende der SUV-Nahrungskette steht, tritt im Motorraum ein 6 Liter W12 Twin Turbo zum Dienst an. Damit soll er die 300 km/h-Marke knacken, Bestwert in seinem Segment. Das Besondere an diesem Auto ist, dass es ein echter Allrounder ist. Es ist ein typischer Bentley mit allen Details, wie man sie von Bentley erwarten kann. Luxury, Craftsmanship und High Performance. Und dass wir in der Lage waren, alles unter einen Hut zu bringen und nicht nur On-Road eine perfekte Performance abzuliefern, sondern auch eine starke Off-Road-Performance, das ist das wirkliche Achievement. Der Grundpreis für das Bentley SUV: rund 200.000 Euro.